Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute in dem Video möchte ich euch zeigen, wie man einen Screenshot hier auf dem Chromebook machen kann. Wir öffnen einfach mal irgendeine App. Nehmen wir mal hier YouTube und sagen wir mal, wir wollen jetzt hiervon einfach einen Screenshot machen. Wie funktioniert das Ganze? Da gibt es mehrere Methoden. Die einfachste und schnellste ist, indem ihr die Steuerungs- und Bildschirmtaste drückt. Ich mache das jetzt einmal. Dann macht er hier einen Screenshot, wie ihr gerade am Rand gesehen habt. Ihr könnt das Bild hier auch noch bearbeiten oder halt auch wieder löschen. Ja, hier habt ihr die ganzen Bearbeitungsmöglichkeiten. Da müsst ihr mal so ein bisschen durchgucken, wie und was ihr da machen wollt. Und ich zeige euch jetzt noch die andere Methode, wie man auch einen Screenshot machen kann. Und zwar müsst ihr dazu hier auf die Uhrzeit klicken und dann geht ihr hier auf den Punkt Screenshot. Da könnt ihr einmal draufklicken und jetzt habt ihr auch die Möglichkeit, noch auszuwählen, ob hier nur ein Ausschnitt gemacht werden soll, ein Vollbild gemacht werden soll oder halt einfach nur der Screenshot vom Fenster. Dann würdet ihr jetzt in dem Fall zum Beispiel nur hier von YouTube den Screenshot machen. Und ihr habt hier auch noch Einstellmöglichkeiten. Und zwar, wo das gespeichert wird, könnt ihr den Ordner noch auswählen. Bei mir geht es hier in Downloads. Wenn ihr das ändern wollt, geht ihr auf Ordner auswählen. Ja, machen wir einfach mal nur einen Screenshot vom Fenster, dann wird das Ganze so erledigt. Und wie ihr jetzt hier sehen könnt, ist das auch ja, jetzt gemacht. Ihr könnt den da auch wieder ganz normal bearbeiten, wie vorher auch. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und auch weitergeholfen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert gerne meinen YouTube-Kanal und dann sehen wir uns auch im nächsten Video wieder. Macht's gut, bis dahin.